ist fitter geworden, schneller, kann dadurch noch härter zuschlagen, aber auch länger in einem Match dabei sein. Die Frage ist, was geht ihm durch den Kopf, bevor dieses Match beginnt? Das Einzige, was für ihn zählt, ist die beste sportliche Leistung des Abends zu zeigen. Soll es untereinander ausmachen. Und McIntyre hat keine Lust. Er sagt, ich möchte mich lieber auf Sheamus konzentrieren. Und wie gesagt, die Entscheidung, da muss Gunther nicht dabei sein. Es können sich Drew McIntyre und Sheamus untereinander ausmachen. Wäre natürlich ein bitteres Ende für die Regentschaft von Gunther, aber... Boah, zwei Krieger im Ring. Körperlich betont das Match vom Gong. Genau das, was wir uns erwartet haben. Und McIntyre schaltet, oh, da die Chops. Und die Brust von Sheamus ist jetzt schon rot. Oh, McIntyre mit der Antwort. McIntyre macht weiter mit den Handkantenschlägen hier. Sheamus jetzt, schöner Konter. McIntyre auf der Ringumrandung und die Beats auf Bodon sollen kommen. Aber da ist ein dritter Mann natürlich da. Da ist der Champion. Und da ist ein Job. Wow! Och, hör doch auf! Sheamus jetzt mit etwas Rache kann hier noch mal gegen Gunther aber etwas zurücksetzen. Und da der Sleeper holt. Jetzt der Sleeper und die Brust von Sheamus. Meine Güte. Ein Schlag, ein Chop von Gunther. Oh, hör doch auf. Och, Mann. Und dann dieser Tritt hinter. Es ist die Unbarmherzigkeit von Gunther. Gnadenlosigkeit von dem Mann. Er ist eiskalt unterwegs im Ring und das zeichnet ihm aus. Pure Brutalität von Gunther. Er genießt das. Er genießt jeden Moment. Oh, Mann! Was ist jetzt, Sheamus? Dieser dumpfe Aufprall. Meine Güte! Oh. Und dann das noch ein Big Boot erfolgt. Das sind Szenen, die wir bei Clash at the Castle erlebt haben und warum es so ein Hammer von einem Match war. Beifall vom WWE-Universum. Und Sheamus jetzt natürlich sofort mit etwas Revanche. Das war zum Erwarten. Gunther jetzt aber mit dem Knie in die Wirbelsäule. Und Boston, oh, Boston Crab jetzt. Drew McIntyre nirgendwo zu sehen, aber da ist jetzt. Oha, unbeugsam von Gunther. Nahm den Boot und den Slap, diesen Chop. Harter Schlag jetzt noch von McIntyre. Zwei der härtesten Superstars, die wir haben. Gunther und McIntyre tauschen sich da gerne aus. Die Pistolenschüsse. Oh, ein Hin und Her. Meine Güte. Hier die Symphonie der Brutalität. Und McIntyre mit etwas Vorteil jetzt. Hört hier dieses Publikum an. Meine Güte. Und schau dir die Brust von Gunther an. Brust von Gunther, Brust von Sheamus und Sheamus jetzt mit den European Uppercuts. Ein Gemetzel im Ring. Es ist genau die Schlacht, die wir uns erwartet haben. Nur hagelvolle Offensiven hier von allen drei Superstars.
Die Frage ist, wer kann die kleinen Momente für sich ausnutzen? Einfach eine wilde Beulerei zwischen drei Superstars. Und weißt du was? Jeder von ihnen genießt das im Moment. Absolut. Jeder liebt dieses Match. Diese drei, das ist genau das Match, was sie haben wollten. Oh, Cross-Chop. Drei verrückte Männer. Gunther natürlich immer noch ungeschlagen, seit er sein Debüt beim Main Roster gemacht hat. Und ich bin mir sicher, McIntyre und Sheamus würden ihm gerne die erste Niederlage reichen. Hier nochmal das SoFi Stadium. Um die 80.000 wieder mal an Hand für den heutigen Abend. Es geht um den Intercontinental Champion Titel. Gunther ist unser Champion, nur bleibt es auch so. Oh nein, der arme Gunther, das sagt man auch nicht oft. Die Beats of the Bowden und Chops von McIntyre. Und McIntyre, auch noch ein für Sheamus. Ich meine, unglaublich. Ich weiß, darüber sollte man eigentlich nicht lachen, über diese Brutalität. Aber es bringt Spaß, Calvin. Keine Frage, dass es Spaß bringt. Es ist einfach irre. Wer wird mit dem Lächeln das SoFi Stadium verlassen? Dass die in Kalifornien so hoch ziehen können. Und das sollen Freunde sein. Ist es die Zeit von Sheamus? Wird er heute zum Grand Slam Champion? Ich kann es nicht fassen, was diese drei Kolossen hier im Ring bieten. Einfach nur eine reine Beulerei. Er ist kurz vor dem Sieg. Fix, aber das Gunther wieder mit dem Big Boot. Unterbricht hier die Chancen von Sheamus. Gut aufgepasst. German Suplex. Austrian Suplex, Verzeihung. Oh, Clothesline, so gewann er bei Clash at the Castle. 1, 2 und Sheamus raus. Sheamus nochmal raus. Bestimmt frustrierend für Gunther. Nur die Frage ist, wie er den Frust jetzt für sich benutzt. Schlachtwunden sind auf seiner Brust. Das Adrenalin muss jetzt aber fließen. Und der Wiener fordert den Iren heraus. Close line! Und das war's. Weiter! 1, 2! Doch, was? Sheamus, kommt doch mal raus. Also wenn du Intercontinental Champion sein willst, dann musst du dadurch. Hier kommt McIntyre jetzt. Neckbreaker, Jumping Neckbreaker für McIntyre. Jetzt zeigt der Schotte seine Offensive. Da, nein. Oh! Schickt hier Sheamus in Gunther rein. Belly to belly overhead release suplex in Gunther rein und jetzt Future Shock! Future Shock! McIntyre, das haben wir schon oft erlebt. Da ja, noch mal ein Blick hier auf diesen Belly to belly suplex. Und McIntyre weiß. Claymore geht daneben. Gunther durchgedrückt. Und Shotgun Dropkick von Gunther in die Ecke. Powerbomb soll folgen. Und das tut sie auch. Nur das eingehackte Bein. 2 und 3 und McIntyre raus. McIntyre raus. Die Powerbomb hat Gunther schon so oft benutzt, um Matches zu gewinnen. Aber ich glaube, der Ringgeneral plant etwas Risikoreiches.
passend bei dem Showcase der Unsterblichen. Boah, wieder. Ich weiß, wir sagen so oft boah und aua, aber ich meine, wie anders soll man reagieren? Sheamus nimmt den Intercontinental Champion auf die Schultern. White Noise! Avalanche White Noise! Sheamus! Schafft er das Ding? Kann er endlich den Titel gewinnen? Den er seit Jahren jagt! Crucifix Powerbomb! Eins, zwei und Gunther wieder raus! Und Gunther wieder raus! Wie? Wie? Ja, ich hab dich zuerst gefragt. Instinkt, Verzweiflung, Leidenschaft, ich weiß es auch nicht ganz. Ein perfekt ausgeführter Crucifix Powerbomb und Gunther bleibt im Match. Und Clover Leafs jetzt drin. Clover Leafs jetzt drin. Wenn Gunther jetzt abklopft, dann ist es zu Ende. Nicht vergessen, Triple Threat Match. Das heißt, die Seile helfen dir gar nichts hier. Gunther natürlich aus Instinkt einfach in die Seile rein und Sheamus zieht ihn in den Mitten des Ringes. Macht das Kluge, aber McIntyre mit dem Sleeper Hold. Probiert hier seine kleine Chance auszunutzen. Aber Sheamus kommt auch wieder raus, jetzt McIntyre. Hat er Future Shock. Magen, ja. Das war nicht. Oh, mit dem Knie. Bicycle Knee Strike. Und auch einer für Gunther. Wie gesagt, er kann Grand Slam Champion werden. Und ist es jetzt die Zeit? Das SoFi Stadium steht. Viele Fans glauben, es ist der Abend von Sheamus. Schafft er das Ding? Für den Sieg! Eins, zwei und oh nein! McIntyre wieder da! Langzeitiger Freund, aber klar, Freunde gibt es in dem Match nicht. Sheamus hat schon angesprochen. Deswegen haben wir überhaupt dieses Triple Threat Match. Er fand es nicht richtig, dass Drew McIntyre Gunther herausgefordert hat. Er sagte, du weißt ganz genau, wie wichtig dieser Titel für mich ist. Oh, da! Glasgow Kiss. Aufpassen, McIntyre! Gefliegen! Meine Güte! McIntyre möchte jetzt davon profitieren. Viel besser kann ein Match nicht mehr werden. McIntyre jetzt nimmt Sheamus ins Visier. Oh, Bro Kick! Bro Kick! Eins, zwei und McIntyre! Was? Was muss man machen, um Intercontinental Champion zu werden? Ich glaube, keine Ahnung im Moment eine Antwort für dich. Ein Bro-Kick sollte das Schicksal besiegeln, aber McIntyre bleibt doch irgendwie im Match. Mann, wir sind in Hollywood und dieses Match ähnelt einem David Lynch-Film, denn keiner weiß hier, was hier gerade passiert. McIntyre schöpft, Sheamus erschöpft, Gunther ist gar nicht zum Sehen. Glasgow Kiss. Kniestoß zurück. Warum nicht? Claymore! Claymore! Intercontinental Champion 2 und Bauer, Sheamus! Ganz tief reingegriffen und irgendwie noch aus diesem Konter, aus diesem Pin rausgekommen, Verzeihung. Ich verstehe die Welt nicht mehr.
dass diese Männer hier noch stehen können, dass sie sich überhaupt bewegen können. Jeder im SoFi Stadium. Liebt, was sie hier sehen. Die Spannung steigt und steigt von Moment zu Moment. Dass diese Krieger überhaupt noch Kraft haben. Ich glaube, ich weiß nicht, ob jemand für drei einfach unten. Es muss ein K.O. geben. Beide schlagen wild aufeinander zu. Können kaum noch stehen. Meine Güte. Müssen sich selbst praktisch hochhalten, damit sie hier ihre Clotheslines zeigen können. Oh, Mann! Riesenaktion hier! Nochmal der Bro-Kick! Aber das Cover fehlt. Er dauert zu lange und natürlich erst so angeschlagen. Los jetzt, Sheamus! Erfüll dein Traum! Sheamus jetzt richtig den Arm gerade eben rüber jetzt. 1, 2 und Gunther! Gunther kommt angeflogen! Das gibt es doch nicht! Und Powerbomb auf den Nacken von McIntyre und auch eine Powerbomb für McIntyre! 1, 2, 3! Dieser Typ ist unglaublich! Was war das denn? Standing Ovation von Titus, Corey und Michael Cole. Und 80.000 Fans im SoFi Stadium. Das sind die härtesten Typen auf diesem Planeten.